Nachfolger. Du bist doch noch jung und knackig. Oder hast du das also alles schon aufgegeben? Meinten die das echt ernst? Und dreht mir dich dazwischen, du. Ja, hallo, liebe Freunde. Ich bin's wieder mal ganz schott. Wir spielen wieder eine Runde Batman Arkham Knight. Ja, ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich gar nicht geahnt. Steht auch gar nicht im Thumbnail drin. Und deswegen habt ihr auch nicht das Video angeklickt. Doch, das habt ihr. Der Typ hängt nämlich immer noch da hinten. Den verpulle ich gleich eine. Unser Batwing oder wie auch immer er heißt. Ich denke mal Robin. Ist es Robin? Ich weiß es nicht, ob es Robin ist. Auf jeden Fall sind wir immer noch in dieser Pinguins-Kack-Zentrale hier. Und müssen irgendwas machen. Also das war ja nur ein Zwischenziel. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich jetzt als nächstes mache. Ich quatsche mal mit ihm, vielleicht hat er ja irgendwas Aktuelles. Ich habe Robin diese Nacht noch gar nicht gesehen. Ich halte ihn ja immer noch für den Frischling. War sicher nicht einfach für ihn, nach all dem mitzumachen. Der Junge hat Mumm. Ach ja, oh, jetzt erinnere ich mich erst. Das hier ist Nightwing, genau. Robin, die gibt es ja auch noch separat. Die sehen sich sehr ähnlich. Und die Stimme, möchte ich meinen, ist auch sehr ähnlich. Aber erstmal gehen wir am besten aufs Dach. Mal einen Überblick verschaffen. Wie, was ist da los? Ah, ich sag ja. Steht schon direkt ein Ziel zur Verfügung. Wenn der Riddler was sagt, kann man ihn wenigstens ausblenden. Aber bei Scarecrow krieg ich eine Gänsehaut. Na, ins Wasser möchte ich jetzt aber nicht düppeln, ne? Es wäre doch wieder schief gegangen. Und schwimmen kann unsere Betsy ja nicht, wie wir wissen. Noch 900 Meter. Ich könnte eigentlich auch fahren, ne? Im Real Life, weißt du, fährst du für jeden Kackmeter und hier mit Betty, da mache ich mir den Weg zu Fuß oder... Wie soll ich das sagen? Zu Flügel, Two-Face hat nicht vergessen, was die Fledermaus ihm im Gerichtsgebäude angetan hat. Er will Rache und ich will das sehen. Was ich ihm angetan habe, wenn der ordentlich arbeiten würde und vielleicht einfach mal was Ordentliches macht. Wenn er halt nicht befähigt ist, dann arbeitet er halt in der Keksfabrik. Ist doch ganz egal. Aber ordentliche Arbeit nachgeben, mein Freund. Ordentliche Arbeit. Dann muss ich die auch nicht andauernd die Fresse polieren. Dann würde der auch nicht so doof aussehen, dass er jeden Tag neues Make-up braucht auf der einen Seite seines Gesichts. Wenn du dir noch was von der Seele reden willst, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Wovon redest du da? Weißt du, es hilft sich von seinen Lasten zu befreien, bevor man stirbt. Ihr wollt mich umbringen? Ja, das hatten wir irgendwie vor. Aber ich dachte, ich wäre eure Geisel und ihr wartet auf das Lösegeld. Wer hat was von Lösegeld gesagt? Wir wollen kein Geld. Wir können uns alles in dieser Stadt nehmen, was wir wollen. Nein, mein Freund, das ist Unterhaltung. Gute. Lucius, öffne die Einfahrt zum Parkplatz. Ich war der Meinung, Sie wären bereits hier, Mr. Wayne. Wohl ein Systemaussetzer. Ich lasse das gleich überprüfen. Nein, das ist kein Systemaussetzer. Ich könnte wetten, der Arkham Knight ist hier. Mr. Wayne, ungebetene Gäste haben sich Zugang zum Gebäude verschafft. Nicht mehr lange. Oh, fuck, Alter. Warte doch mal, ich bin noch gar nicht so weit. Das ist gerade ein bisschen viel auf einmal, ihr kleinen Spinner. Warte mal. Wir zerlegen hier die komplette Einrichtung von meiner fucking Firma. Meiner Firma. Entschuldigt bitte, grammatikaler Aussetzer. Was passiert halt, hat ein Diamond Bag ausgeschaltet. Wenn neben mir ein paar Sachen explodieren? Bestätigter Treffer! Ach, halt doch die Fresse mit deinen ferngelenkten Raketen. Normal treffen kannst du nicht, oder?
EMP-Stoß machen können, siehst du? Ich krieg das immer zu spät, was da steht. Drohne zerstört! Ups, da ist nochmal dunkel. Mamba-Drohnen-Panzerung durchschlagen! Mamba! Knapp, Alter. Drohnen offline, Wayne Tower! Pfui! Das scheint der letzte gewesen zu sein, Mr. Wayne. Ihr Upgrade steht zur Abholung bereit. Ich rüste das Batmobil mit dem neuesten bodendurchdringenden Sonar aus, Mr. Wayne. Senden Sie einfach einen Sonarimpuls nach unten, dann kann der Bordcomputer ein Scanbild erstellen. Und ja, es ist empfindlich genug, um schon lange tote Pflanzenwurzeln aufzuspüren, falls sie dort zu finden sind. So nah führt unsere Scheißgänge durch Gebäude oder Untergrund aus. Unterirdisch, topografisch, Bildererzeugung. Gut. Lucius, es dürfen keine Drohnen mehr reinkommen. Regeln Sie das Gebäude ab und übertragen Sie die Fernproduktion an Alfred. So gut wie erledigt, Mr. Wayne. Viel Erfolg, Batman. Master Bruce, ich fürchte, diese Drohnen waren nur der Anfang. Ich sehe eine signifikante Truppenbewegung von Fahrzeugen von Farnus Island in den Norden und Süden der Stadt. Der Arkham Knight will die Schlinge zuziehen. Ich bin vorbereitet, Alfred. Sehr wohl, Sir. Sind wir das? Fragst du mich auch mal? Ich fahre hier nämlich noch gegen Wände. Ivy, ich habe einen Weg gefunden, das Wurzelsystem unter Gotham zu verfolgen. Folge den Wurzeln. Sie werden dich zum Ziel führen. Hui! Spielzeug. Ich kann sie spüren, Batman. Näher ran. Da sind ein paar viele Wurzeln, verdammt. Alter. Nächstes Mal schlägst du mich nicht. Ja, ihr Ruf wird lauter. Sehr gut, ich fahre schon hin. Oh. Panzerung hält! Fuck, das war zu schnell. Twin Rattler getroffen. Sie ist nicht tot, nur vergessen. Ich kann sie zurückbringen. Nu? Steige ich jetzt am besten mal aus? Kannst du es immer noch sehen, Batman? Den Schrecken in ihren Augen, als sie dein wahres Gesicht erkannt. Ich glaube nicht. Merk dir dieses Bild. Derer werden noch viele dazukommen. Befreie sie, Batman! Wie denn? Mann, jetzt mal, Batman! Direkter Treffer bei einer Rattler. Drohne getroffen. Hui. So, befreie ich jetzt. Achso. Ich kann das Ding rausziehen. Impuls aufrechterhalten, damit er die Erde spaltet und Ivys Pflanzen befreit. Ach was!
Edgar wieder. Ah! Ivy! Beschütze sie, Batman! Wenn du gehst, zerstören sie sie! Ich bin ja schon dabei, Mensch. Halte sie auf! Ah! Erstmal hier. Jetzt hat er sich nämlich wieder erholt. Geht doch. Nicht mehr lange. Oh. Und der kleine Trottel. Zu neutralisieren. Hoffentlich müssen wir das nicht rausfinden. Bleib in den Gärten, Ivy. Ich melde mich, wenn sich etwas tut. Alfred, sag mir, du hast den Cloudburst gefunden. Ich wünschte, das könnte ich, aber ich stoße hier auf zahlreiche Interferenzen. Sicher eine bewusste Maßnahme, um ihr Vorgehen zu verschleiern. Mach eine komplette Analyse der Truppen des Arkham Knight. Natürlich, Sir, aber das braucht Zeit. Lade die Daten auf den Bat-Computer im Filmstudio hoch, wenn du fertig bist. Ja, Sir. In der Zwischenzeit gilt es noch in mehreren offenen Fällen zu ermitteln. Ich soll wieder ermitteln. Ermitteln. Hauptstory. 53%. 0%. Was machen wir denn? Bis ich hier neue Infos von ihm kriege. Abrüstungskampagne. Habe ich jetzt Bock auf ein Rätsel? Waffenschieber? Da kann ich jetzt gerade nicht weitermachen. Gotham in Flammen. Firefly ist auf freiem Fuß. Wo Rauch ist, da ist auch er. Gut, trotzdem brauche ich ein Ziel von dir. Hallo? Gehen wir mal nach oben. Da hinten sind Wolken, oder was? Ich brauch Rauch. Ist das da Rauch? Ich... Leute, ich weiß es nicht. Glaubt mir, lass die Banken besser in Ruhe, die sind reserviert. Nee, da ist Rauch. Meine Fresse. Und ich fliege hier an die sonst wohin. Wir sollten was? Von hier verschwinden. Scarecrow hat was vor, das merke ich. Steuerung reicht das mal? Ich muss jetzt nämlich mal hier rüber, bevor ich fahren kann.
hat die ganze Frontseite abgerissen. Hier steht da. Ah, da. Boah, gute Tarnung, Alter. Hätte ich jetzt selber fast kaum gesehen. Mensch. Jetzt sehe ich den Rauch nicht mehr. Das kann jetzt nicht der Ernst sein. Irgendwo hier war der Rauch. Meine Riesdeck haben keine Ehre. Das sind Schlangen. Man kann ihnen nicht trauen. Oh, ich glaube es nicht. Ich sehe den Rauch nicht. Da. Ich flieg da jetzt doch hin. Dann fahre ich halt nicht, wo ich wieder den Rauch da aus den Augen verliere. Fragt ihr euch hier, ob diese ganze Geschichte eine Art psychologisches Experiment ist und wir nichts als Schachfiguren in einem kranken Spiel? Nein? Achso, ich mich auch nicht. Oh mein Gott, ey. Was für Dialoge hier manchmal zu schreiben. Was jetzt? Da rüber werden wir wohl kommen. Oh, bitte, 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 bitte. Ja, passt. Ich will da rüber. Na komm. Ja. Schwein gehabt. Da wird durchs Wasser gezogen. Die Wäsche habe ich drin gelegt. Die Feuerwache im Cauldron brennt. Firefly will meine Aufmerksamkeit. Die hat er jetzt. Das wird er sicher bereuen, Master Bruce. Die Stromversorgung zur Feuerlöschanlage wurde unterbrochen. Ich muss sie wieder in Gang setzen, um den Brand zu bekämpfen. Ich kann hier nicht mit so vielen Leuten rumhängen. Warte mal. So, wie setze ich denn das Ding? Der Brand wird außer Kontrolle geraten, wenn ich die Feuerlöschanlage nicht aktivieren kann. Na, da kommt noch ein bisschen mit dem Gasspiel wieder. Immer du wanderst wieder in den Knast, Lance. Scarecrow versprach mir Gotham! Als Zunder für meine Flammen. Jetzt muss ich hier wieder hinterherfahren. Diesmal löscht du mein Lodern nicht aus. Na komm, 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 ich muss da näher ran. Niemand brennt so hell wie ich. Ah, du wirst gleich als Kerze auf meinem Nachttisch enden, mein Freund. Das Batmobil hat doch wohl mehr drauf. Du gehörst mir. Boah, Alter. Nimm seinen engen Kuchen, du. Zu langsam oder? Ich muss alles verbrennen. Alter Schwede, wo führt der mich denn lang? Alter. Ist das hier Need for Speed oder was? Alter Schwede, ich. Firefly ist entkommen, leck mich an die Tasche.
Ich sollte doch leer das... Ach, fick dir. Jetzt muss ich da nicht wieder hinfahren. Firefly wird abwarten und seinen nächsten Schritt planen. Ich sollte nach Anzeichen für einen neuen Angriff Ausschau halten. Na, das hat ja wieder super funktioniert. Was ein Scheiß. Da könnte ich wieder ausrasten, ne? Mein, was ist ja, komm, wenn du schon so blöd bist. Jetzt schieb das nicht auf mich. Ich steuere dich, Hampel, nur. Hast du von dem Kerl gehört, der mit Scarecrow arbeitet? Er ist wohl neidisch auf Batman. Okay, brauchst du dich jetzt gerade nicht. Der Riddler hat monatelang... Halt du die Fresse, jetzt muss ich wieder irgendwas anderes machen. Herrscher der Straße, genau. Ich werde mal... Erbe der Maske. Okay. Jemand hat ein Bat-Symbol auf dem Dach des Gambi-Geschäfts entzündet. Eine Nachricht? Eine Drohung? Zeit, es herauszufinden. Na gut, dann fliegen wir mal dahin, nachdem ich ja den Arsch hier abentkommen lassen. Also, Leute. Normal habe ich da nicht so die Probleme. Mal, wer sich da zu schaffen macht, mit unserem Betty-Symbol, mit unserem Logo. Wir unten fahren die Tanks. Dauert über dieses Cloudburst-Ding. Vielleicht wird es Zeit, die Stadt zu verlassen. Braucht er nicht. Ivy hat mit ihren Top-Pflanzen alles unter Kontrolle. Das ist 100% nur eine Falle. Ein Lockmittel. Da hängt sogar wer. Ich vermute, du hast mich nicht vergessen, Batman. Azrael. Dunkle Tage sind angebrochen, Batman. Die Prophezeiung hat sich bewahrheitet. Aus der Asche Arkham Cities lodert ein Feuer und Gotham brennt. Was willst du? Ich sehe dasselbe Feuer in deinen Augen. Noch bevor die Nacht vorüber ist, wird dich das Feuer verzehren. Gotham braucht einen neuen Retter, einen neuen Beschützer, einen neuen Batman. Meine Zeit ist noch nicht vorbei. Du kannst diese Last nicht ewig tragen. Ich habe dich lange studiert. Du hast einen Kodex. Du tötest nicht. Und das werde auch ich nicht. Der Orden hat es vorausgesehen. Die Zeit ist gekommen, den Umhang einem anderen Krieger zu überreichen. Mir. Wenn du deine Fähigkeiten unter Beweis stellen kannst, denke ich vielleicht zu gegebener Zeit darüber nach. Aber nur, wenn du würdig bist. Wie du willst. Und jetzt? Warum ist Special Moves noch nicht? Jetzt hat er eine kassiert. Wir sind nicht würdig. Schließe die Herausforderung ab, ohne einen Treffer einzustecken. Sehr gut. Noch einmal. Ich habe noch viel zu lernen. Halt die Klappe. Ich habe gedacht, mit Rechtsklick kann ich das auch abdingsen. Beweise, dass du bereit bist. Ich mag dich. Ich mag. Bams. Das ist jetzt nicht der Würdigkeitsbeweis. Du bist stärker als ich dachte. Melde dich, wenn du bereit für eine weitere Herausforderung bist.
ich habe Azraels Vorführung aufgezeichnet. Gute Arbeit, Alfred. Führe die üblichen Physiologietests durch. Vermute ich richtig, dass Sie ihn als Ihren Nachfolger in Betracht ziehen? Niemand weiß, was nach heute Nacht passieren wird. Ich melde mich. Betsy, was soll denn das heißen? Nachfolger? Du bist doch noch jung und knackig. Oder hast du das alles schon aufgegeben? Und dreht mir dich dazwischen, du dreckiger Spinner. Mal gucken, welche Munition ich jetzt machen kann. Also ich mache mit dem auf jeden Fall nochmal eben kurz einen Part. Ich werde nach Azraels brennendem Bat-Symbol suchen und seine Prüfungen fortsetzen. Ja, das ist mir schon klar. Ich möchte aber, dass du mir einen scheiß Wegpunkt setzt. Ich werde die Dächer der Stadt nach Azraels brennendem Bat-Symbol absuchen. Mal sehen, ob er bereit ist. Oh, oh. Dein Gesicht bei seinem Anblick. Wer hätte das gedacht? Der große böse Batman hat Angst vor seinem Spiegelbild. Also es geht echt langsam vorbei hier. Ich suche jetzt auf den Dächern von Gotham diese Teile da. Weil ich ja auch nichts Besseres zu tun habe, als die Teile zu suchen. Das hätte ich... Wenn die Mission nicht gewesen wäre, hätte ich das vorher auch gar nicht gemerkt. Aber er verlässt sich darauf, dass ich das finde. Es ist natürlich voll klar. Ich stehe nicht auf so einen Scheiß. So, suche ich. Und ich sehe nichts. Da bin ich direkt gefrustet. Habe ich ein Fernglas? Habe ich nicht. Da steht der Joker. Das mit Barbara tut mir leid, Bruce. Schlimme Sache, aber ruf doch einfach bei der Zeitarbeit an. Die schicken dir sicher eine neue. Ist er ein Arsch? Okay, weil ich jetzt wirklich keinen Bock habe, da diese Mission zu suchen, nehme ich mir einfach noch eine andere kleine. Mission... Ach, nicht Abrüstungskampagne, ist doof. Ausbügung oder Pflichten. Die Feuerwehrtruppe ist auf diesen Straßen nicht sicher. Zuletzt wurden sie bei den westlichen Dixon-Docks gesehen. Dort sollte ich anfangen. Dann werden wir da jetzt mal hinfliegen und gucken, was es da mit den Missionen auf sich hat. Wenn ich so auf die Uhr gucke... Oh, liebe Leute, ich muss eigentlich zur Arbeit jetzt. Das kriege ich wohl noch hin. Ich bilde mir das ein. Ich muss mir das einbilden. Wer würde eine Leiche an die Wand ketten? Ja, das heißt, ich habe es eigentlich etwas eilig, aber ich kriege das noch locker hin. Aber wir sind laut meinem Zeiger eh schon gut bei der Zeit. Ich mache die Mission jetzt noch. Schauen wir uns das da erwartet. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? Und mich stören so ein bisschen diese Scheiße. Ich will nicht immer mitkriegen, was die Typen sabbeln. Also wahrscheinlich, wenn ich das jetzt komplett alleine spielen würde jedes Mal, ohne dass ich dazu brabbel, siehst du, unterbricht er mich. Mich interessiert nicht, was die quatschen gerade. Als ich Arkham Origins wirklich komplett allein oder nochmal so für mich gezockt habe, ohne aufzunehmen, ist es ja ganz amüsant, weil man halt diese Flugzeit damit überbrückt. Aber dafür habt ihr ja mich. Ne? Da quatsch ich ja. Und nicht den Typen hier. So. Kannst du nicht ein bisschen schneller gleiten, Betsy? Meinst du, der hat genug? Noch lange nicht. Der hält noch was aus, nicht wahr? Mr. Feuerwehr. Bitte, aufhören! Weißt du, ich habe großen Respekt. So, Ficker. Jetzt laufe mich nicht voll. Hilf mir!
Batman! Gott, du bist es wirklich! Was ist hier passiert? Unser Wagen wurde angegriffen. Randalierer haben einen nach dem anderen rausgezerrt. Wir wurden getrennt und verschleppt. Bitte, sie werden uns töten. Ich rette Ihre Leute. Warten Sie. Ein Polizeibeamter wird Sie abholen. Okay. Das sind so diese kleinen Missionen, daran merkt man das wieder. 17 Leute von denen müsste ich jetzt befreien. Das kann ich als Mission auswählen. Jetzt wissen wir auch, was wir machen müssen bei den kleinen Minimissionen. Ja, und ich habe das verkackt mit Firefly. Ich weiß, hört auf, mich so anzuschreien. Ich gebe mir beim nächsten Mal mehr Mühe. Und danke euch wie immer fürs Einschalten. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, Kritik bitte wieder in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Ich hoffe, ihr auch. Ne? Bis dahin wünsche ich euch was. Einen schönen Donnerstag zum Beispiel. Morgen geht's ab ins Wochenende. Macht was. Haut rein. Tschüss.